willst du es denn? Komm, wir machen, Tanja, lass uns Tutorial machen, wie man Kakao macht. Wow. Und Stuhl. Ich habe einen Kaffeeverschluck gehabt. Ja, sei doch mal da, sonst kann ich das Tutorial machen. Hey, du musst erstmal sagen, was für ein Löffel, und du musst sagen, wie man den hält. Klein, so. Und so. Ja, genau, die Bewegung. Drehe Löffel. Müssen uns ein bisschen die Sprache anpassen. So, dann so. Uno. Uno. Dos. Nein. Tre. Due. Das heißt ja, Mann. Drehe. Warte, erstmal Uno, Stress, Tante Maria. Jetzt sind wir wieder. Uno, Stress, Tante Maria. Ich glaube, ich ziehe mir gleich noch was anderes an. Ich mag das nicht. Marleen, Mama, du musst mal. Musst mal ein bisschen moderieren hier. Wir sind jetzt gerade aufgestanden und ich hatte eine super Idee. Da auch noch? Ich hatte eine super Idee, die wir jetzt durchziehen, weil so sparen wir nämlich unglaublich viele Stunden. Wir lieben es zu sparen. Also, wir brauchen 2 Stunden nach Amsterdam, jetzt brauchen wir 6. Stimmt nicht. Ich habe überlegt, wir wollen ja jetzt. Warte, schnell bei dir hin. Ich muss mich ein bisschen um Malushi Pushi kümmern. Musst du gar nicht. Malushi Pushi müssen wir ein bisschen kümmern uns. Also, ich erkläre euch kurz. Also, wir sind ja jetzt ganz, ganz, ganz weit an der Außenseite von Dänemark. Wo sind wir? Niederlande. Wo willst du hin, siehst du? Okay, ich gucke kurz, was ich noch. Anziehen. Vorsichtig. Auf jeden Fall werden wir das jetzt so machen, dass wir unsere Zelte hier früher abreißen werden, damit wir unseren Wohnwagen mitnehmen können, weil wir fahren ja jetzt quasi in Richtung nach Hause für einen Tagesausflug, und wir nehmen jetzt einfach den Anhänger mit und stellen ihn irgendwo ab. Irgendwo. Auf Papa, Mama. Oder auf. Bitte. Tankstelle, Mama. Dann fahren wir in die Stadt rein, machen unseren Ausflug und dann können wir quasi von dort aus, wo wir sind, weiterfahren. Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Ja, das heißt, du musst denn da erstmal jetzt den Platz suchen und den musst du dann im Map eingeben, damit wir mit der richtigen. Das kannst du jetzt eigentlich schon machen. Jederzeit mache ich uns Rührei, die Kinder waren gerade Brötchen holen. Ich finde nicht mal mein Handy, außerdem hätte ich ja schon die Geräte und sowas einpacken können. Ja, alles mit der Uhr. Marleen wartet darauf, auf ihr Amt den Mover anzumachen, damit der Anhänger dann gedreht werden kann via Fernbedienung, dass wir den ankoppeln können. Weil da natürlich kein Platz ist für mein Auto, das ist ja schon Wildwuchswiese oder irgendwas, was man nennt, keine Ahnung. Nein, das war doch. So. Ich kriege die Kinder von dem Springkissen hier runter. Ich war gerade schon da. Ja, der Tisch muss noch alle geklappt werden. Ah, stimmt. Ja, jetzt ist hinten schon nichts mehr. Du kannst ja eigentlich hinten schon gleich rein. Ja, stimmt. Du musst das jetzt noch machen. Dann machen wir es, wenn er angekoppelt ist. Hä? Ja, ist besser. Dann kann ich wieder rein. Wenn er angekoppelt ist, können wir auch drin schlafen, theoretisch. Weil er nicht da hinten runterfällt. Weil ich muss den Mover anmachen. Ja, du kannst das machen. Ja, aber kann ich doch nicht an, wenn der Tisch da ist. Dann schiebst du ein Stückchen weg. Mach ihn doch einfach runter. Ich kann da jetzt nicht hin. Warum nicht? Weil wenn ich darauf gehe, mit 100 Kilo aufgerundet, fällt das Ding hinten runter. Das ist ja nicht schön. Das ist mit deiner 5... Wenn der auf den Boden knallt. So, diese wiegst du nicht über 100 Kilo. Knapp. Also ich wiege das Doppelte fast von hier. Wiegst du nicht? Ich wiege 30. So. Das ist Scheißlicht, Alter. Es bleibt da. Ist das jetzt an? Ja, siehst du doch. Siehst du es? Dann, komm, wir machen es Papa richtig romantisch hier. Es fällt überall runter. Nee. Kann man das nicht hier irgendwie... Nee, gib mal. Ja. Okay. Warte, das könnte brennen, deswegen machen wir es so. Okay. Jetzt warten wir auf den Startschuss des Mover-Anmachens. Dann fängt er an, mit dem Joystick da zu spielen. Und dann. Ich will den Müll nicht wegbringen.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Muss ich gleich mal drüber fragen. Matthias, war der Reifen schon immer so weit im Radkasten drin? Ja. Ja? Okay, soll ich jetzt machen? Genau, jetzt machst du Fernbedienung, weißt du ja? Muss ich hier die Klappe zumachen, damit das. Ich zeig euch mal, wie das aussieht. Mach das mal hinzu. Jetzt zeige ich euch mal, was ein Mover ist. Also, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, wenn sie campen und so, aber es gibt ja auch Leute, die es nicht wissen. Ne? Also, sie ist jetzt da drin und schaltet die Batterie an von dem Mover, dem Motor. Sie ist schon eingeweiht. Sie weiß genau, wie das alles funktioniert. Die Kinder kriege ich einfach nicht darunter. Okay. Ja? Die was? Ganz vorne in der Ecke von der. Hier ganz vorne, in, also da hat ich sie hingetan. Ja, aber Tanja, guck mal, ich will kurz zeigen. Die ist scheiß magnetisch. Ja, dann mach's hier ran. Oder? Nee, das Ding bewegt sich auch. Oh, scheiße. Wollen Sie nirgendwo ran, Mann? Doch hier unten. Na, oder da hinten an der Schraube. Das ist ja eigentlich magnetisch. Ja, naja, so wissen wir zumindest immer, wo sie ist, ne? Wo hast du die Fernbedienung schon rausgegeben? Sag mir, wenn ich anmachen soll. Ja. Matthias, ja? Wann soll sie anmachen, musst du ihr sagen? Ja, sie kann jetzt anmachen. Hier. Sie kann dann raus. Oder? Mach an und raus. Okay, sie hat geklackt, Matthias. Ja, nee, noch nicht, aber sie hat geklackt. Ja, deswegen sitze ich doch die ganze Zeit da. Ach so. Raus. Er sitzt da vorne, damit du raus kannst, damit das Ding nicht runterknallt. Warte, ich zieh mal jetzt erstmal die Dinger an und dann zieh ich die Handbremse los. So. Hier, halt mal. Ich hab auch gleich mal lösen. Ist immer noch voll weit aus, oder? Der Abstand. Aber jetzt ist er richtig auf dem Rad drauf, oder? Naja. Nee? Jetzt. Ich meine, so richtig. Jetzt. Kann ich mal machen? Ja, bitte hier ran. So, wie fahre ich denn jetzt? Na, einfach nur hier rum. Weil nur so straight nach vorne. Weißt du, passt, ja? Ja, ich hoffe es. Da hinten dürfte eigentlich nichts passieren. Bitte vorne. Ja. Klappt das denn alles? Was? Passt das denn? Ja, aber der wackelt, oder? Nee. Ich glaub mal, dass ich glaub, das klappt. Ja, ich steh doch noch mehr dran. Wo reicht das jetzt? Soll ich den genau da dran? Ja, kann ich auch machen. Aber komm ruhig noch mal vorne, oder? Pass auf, dass das Ding nicht in deine Hacken fährt. So? Guck mal, ich weiß nicht. Trau dich. Guck mal, wie langsam du das machen kannst. Oha, noch ein Stück. Ja. Oh. Ja. Stopp. Oha. Das war jetzt mehr, oder? Ja. Mama, hier ist keine Bombe hier. Ja, mal Luschi, das musst du wieder hinlegen, ja? Was ist das, Marlene? Maras? Keep going. Ja. Ich weiß nicht. Ach da, okay. Gut. Gib mir mal den Zettel her hier. Ich hab die geschickt. Ja. Wir sind jetzt hier
in Den Haag oder so. Oder so. Ja, wir sind, aber ich weiß nicht, wie dieser komische Strand hier heißt. Das kann ich euch da nicht sagen. Du hast Kreide, oh nein. Da kann man einfach abklopfen. Mann. Wir haben uns jetzt hier einfach nur auf die Schnelle ein paar Pommes geholt. Wie süß ist sie? Was ist denn das hier unten? Flaschen. Achso. Ich bin völlig genervt, weil man hier alle nicht versteht und der Typ ist so unfreundlich gewesen und so. Es nervt. Was ist denn unfreundlich gewesen? Der hat gesagt zu Marlena, sie soll mal stehen und eine Cola mitnehmen. Ja, ich soll mein Handy wegpacken. Nee, ich soll mein Handy wegpacken. Nee, das hat er zu mir gesagt. Ja, und zu mir. Wir waren beide am Handy. Achso. Naja, da hat er keine Recht. Nö. Was geht Ihnen denn das an, was wir machen? Auch zu 2 Sekunden noch stehen lassen können. Wie sie ein hier hat ja auch Musik, oder? Meinst du, das stört? Ja. Ich hatte ja gerade da unten ein bisschen am Wasser gefilmt, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, da schnell wieder wegzufahren. Und ich überlege, Malou macht mir auch gerade voll den Kopf, weil sie nichts gegessen hat seit heute früh. Also heute früh hat sie echt viel gegessen. Ich habe auch keinen Hunger. Ja, aber bei dir kann ich auch sagen, Marlene, du wartest jetzt mal eine halbe Stunde, weil ich jetzt hier gerade nichts habe. Bei Malou kann ich das nicht sagen gleich. Ist das alles okay bei dir? Ja, weiß nicht. Also waren wir jetzt Den Haag hier am Strand? Also ich habe es mir tatsächlich echt anders vorgestellt. Okay, ich fand es aber okay. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Nee, schlimm war es nicht, aber ich habe es mir optisch anders vorgestellt. Und ich meine, was will man halt erwarten von der Ostsee? Ach nee, warte, wir sind ja gar nicht... Ja, du hast es doch falsch gesagt. Ja, Mann. Also ich würde, ja, guck mal, ich wäre ja schlau. Ich würde einfach gar nichts sagen, sondern einfach nur mehr. Ha. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich war mir sicher, ich habe bloß das Falsche gesagt. Ich weiß, dass es die Nordsee ist. Achso, okay, dann hat sie jetzt Ausrede 2000, ja? Nee. Rechtfertigung 2000. Natürlich wusste sie das. Mama? Was? Wie lange brauchen wir nach Hause? Du meinst jetzt nach Hause? Ja. 7-8 Stunden? Willst du jetzt nicht erstmal erzählen, was wir gemacht haben jetzt? Wir müssen das jetzt mal erzählen, weil ziemlich cool. Was wir jetzt gemacht haben heute. Ach so, ja, wir haben jetzt so eine halbe Stunde von Den Haag entfernt einen Campingplatz gefunden. Ist ja ein Campingplatz gewesen, ne? Genau, auschecken wäre erst morgen gewesen. Genau, also wir haben einen Campingplatz jetzt befahren, wo wir den Anhänger abgestellt haben für 15 Euro. Und haben gesagt, dass wir halt gleich wiederkommen, aber wir fahren jetzt halt erstmal uns die Städte hier angucken, also so den Umkreis quasi. Und dann hat sie gesagt, ach so, ja okay, gut, dann machen wir das so. Und das heißt, wir haben jetzt bezahlt, jetzt müssen wir gleich nur hinfahren, nachdem wir in Amsterdam waren. Hä? Ich dachte, bevor wir in Amsterdam waren, weil dann müssen wir nicht mehr zurückfahren. Doch müssen wir, weil wir in Amsterdam ja nicht wieder den Anhänger irgendwo abstellen können. Und wir können ja nicht mit also dem können Anhänger wir schon, in die Stadt aber warum fahren. Sollten wir uns jetzt das alles aufhalten, schon wieder was Neues raussuchen, schon wieder gucken, ob wir da uns hinstellen können, wir einfach jetzt da stehen bleiben und einfach mit dem Auto. Und das ist halt der krasse Unterschied. Deswegen Wohnwagen. Also du hast halt einfach den Vorteil. Nicht, dass du mit einem Wohnmobil jetzt nach Amsterdam in die Innenstadt kannst fahren, du schon, hast. Aber es ist definitiv anstrengender als mit einem PKW. Ja, oder du würdest halt dann irgendwie in den nahegelegenen Orten Straßen gucken, wo du den abstellen kannst und würdest dann mit Bahn oder sowas weiterfahren. Aber sowas will ich nicht machen. Ja, und das ist halt das Coole. Du stellst irgendwo dein Domizil auf und dann kannst du theoretisch auch da hingehen, kannst jetzt da was zu essen machen, kannst dort an deinem Domizil pennen, was auch immer. Oder du stellst nur ab, gehst jetzt deine Sachen machen und nimmst nachher wieder mit. Ich finde das schon mega. Ich werde gerade von einem riesen LKW links überholt, weil der vor mir nicht fährt. Die vor mir. Das ist halt ein Roller. Ja, guck mal, wie sie jetzt genervt ist, weil sie überholt wird. Hä? Oh. Aber ich muss sagen, so zusammenfassend, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben, unglaublich schöne Dörfer, unglaublich schöne Gegenden, Lebensmittelladen. Also ich liebe ja Spanien und ich glaube, ich würde auch über diese Essensgeschichte drüber hinwegsehen, aber hier Lebensmittel, mega. Also die Läden halt, ne? So, jetzt haben wir nochmal 66 Kilometer. Mich. Ja. Und ich hoffe, dass Marlene dann dort vor Ort auch zügig zum
Hast du eigentlich nochmal Klamotten noch mitgenommen, irgendwas, dass wir noch ein Foto machen können? Kannst du einfach die Jacke ausziehen, oder? Ja, Akkus leer. Hast du noch welche bei? Ja, klar. Okay, gut. Egal, wir fahren jetzt erstmal nach Amsterdam in die Innenstadt. Innenstadt. Mama? Noch weiter rein geht's wahrscheinlich nicht. Warte, nicht rausschmeißen. Oh, was machst du? Hier raus ist doch Benzin und sowas. Das ist eklig. Ich mache jetzt hier gerade schon mal das Morgen- oder Nachtmahlzeit. Keine Ahnung, wie man es nennt. Was los, Süße? Von Malou fertig. Wenn irgendwas ist, Matthias, sagst du Bescheid, ne? Ja. Das Maximale, was passieren kann, ist, dass ich kurz klarkommen muss, weil du mich wach machst. Okay, ich setze mich schon jetzt mal nach hinten. Gucken, was das Wort mit uns beiden hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind irgendwo kurz vor Deutschland. Amersfoort, Niemenge oder so. Kurz vor Bocholt. Naja, kurz vor ist gut. Also wir haben noch 590 Kilometer. 590 Kilometer. Wir sind um 5.22 Uhr zu Hause. Wir halten euch auf dem Laufenden, was ist, wann wir wirklich zu Hause ankommen. 5.22 Uhr. Jetzt 5.23 Uhr. Deswegen gucken wir mal nach, wie schnell wir sind. Bis gleich. We are back at home. So, da ist er. Was macht ihr denn? Was machst du denn jetzt? Mara ist wieder da. Nee, beziehungsweise wir sind wieder da. Ich war schon fleißig, ich habe Pakete ausgepackt. Geh mal auf mein Baby. Ja. Wer bist denn du? Bist du ein Gamer oder was? ich habe Pakete ausgepackt. Und zwar habe ich mich mal mit dem Thema Jojo auseinandergesetzt. Jojo! So heißt er, der gehypteste Kinderwagen der Fluggesellschaften. Immer wenn ich mit meinem Bugaboo Butterfly. Bleibst du mal kurz hier, Mara? Bleibst du mal kurz hier, Mara? Mama, immer wenn ich. Warte, ich bin gleich, warte, ich komm mal her kurz. Mama. Also immer wenn ich mit meinem Bugaboo Butterfly auf irgendeinem. Mama. Nein, das gibt's nicht zu essen. Oh, ich sehe aus, wa? Mein Lucy? Immer wenn ich mit meinem Bugaboo Butterfly. Komm mal rein, bitte. Immer wenn ich mit meinem Bugaboo Butterfly auf einem Flughafen angekommen bin. Ja, aber da steht ja nur so Jojo drauf. Butterfly von Bugaboo war einer der neueren Generationen von Flughafen-Buggies. Und jetzt habe ich gedacht, okay, komm. Ich habe das mal bei der Nova Lana Love oder wie die gute heißt, da hat irgendwie 1,5 Millionen Follower oder so, habe ich den Jojo gesehen und ich fand das so toll, dass es quasi ein Reisebuggy ist. Ein Reisebuggy ist mit neugeborenen Optionen. Das hat der Bugaboo Butterfly nicht. Und dadurch, dass wir ja viel in der Stadt unterwegs sind und verreisen und halt einfach flexibel sein wollen, habe ich gedacht, cool. Ja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt breitschlagen lassen, beziehungsweise habe diesen Jojo mir zugelegt und habe jetzt auch ein Kittyboard mit dazu bestellt für Malushi. So ist an sich, schiebt man den Wagen bitte hierher. Also so wie er jetzt steht, bloß halt hierher. Er sieht gut aus, ich habe es auch alles gut hinbekommen. Ich zeig's euch mal. Ach, Entschuldigung, Hase. So sieht der jetzt aus. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ich zwei Sets vergessen habe. Ich habe zwei Sets vergessen, dass ich sie quasi nach 6 Monaten das Baby transportieren kann. Was ist denn das eigentlich? Ich sag selber, was du von mir möchtest. Ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hallo? Muss ich jetzt nochmal zwei Sets nachordern. Kostpunkt 270 Euro. Hey! Kamera! Ja, das ärgert mich jetzt schon. Aber das mit dem Kittyboard, das klappt, glaube ich, ganz gut. Ich muss nur noch gucken, wie die Kleine sich daran festhalten kann. Willst du dich da mal hinsetzen? Zeig mal den Leuten, wie das geht. Nee, sie will lieber spielen. Okay. Eine Puppi. Hola. Ja. Jetzt muss ich hier gleich den ganzen Müll wieder entfernen. Ich habe da auch noch so einen Trinkbecherhalter.
Ich muss mal gucken. Ich habe auch noch nicht geguckt, wie man das aus, zusammenklappt. Ich weiß noch gar nichts. Oh. Ärgerlich. Es ärgert mich, dass ich mich nicht richtig hingesetzt habe und recherchiert habe. Und meine Nase ist gerade dicht. Ich kriege gerade einen Anfall. Wir werden heute... Ach, ist egal, was ich was wir machen, weil ich bin sehr film. Deswegen werde ich das euch erzählen. Also der Vorteil ist jetzt auf jeden Fall, dass ich eine harte Schale habe mit vierfach gepufferter Matratze, wo ich das Baby auch irgendwo anders schlafen lassen kann, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Plus Inhalt des Kiddieboard finde ich für Maluschi auch richtig gut. Jetzt muss ich hier nur noch rausfinden, wie man das Ding zusammenklappt und nochmal die anderen beiden Sets nachbestellen. So kann er jetzt erstmal benutzt werden. Jetzt werde ich nochmal gucken, ob ich alle Zubehörteile nochmal gut verstauen kann. Mama, was ist denn? Danke für dein. Ich beende jetzt hier den Vlog. Wir sind auch völlig gerädert von gestern. Ich muss erstmal was mit meiner Nase machen, irgendwie, wie ich jetzt erkältet werde, ne? Ich fühle mich wie so ein glattgelutschtes etwas. Wir sind im Übrigen ganz pünktlich angekommen, 5.20 Uhr, so wie wir gesagt haben. Ja, schön laut wart ihr. Ja? Hey, natürlich! Ja, wir wussten nicht, dass du immer noch im Wohnzimmer stehst. Ich dachte, das war die. Ich dachte, das war. Du bist doch schon. Das hab ich doch gesehen. Er sagt, Alexa Wohnzimmer nicht. Alexa, okay. Ne? Alexa Wohnzimmer nicht 100%. Und dann hat er nicht gesehen. Nee, da habe ich ihn runtergeschrieben, was das soll. Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da war ich wahrscheinlich wieder draußen und habe Sachen reingeholt. Nee, ich spinne. Ach, Entschuldigung, meine Nase, ey. Okay, das ist hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Hadi, tschüss und ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier noch die anderen Sets rankriege. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Tschüss.